Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 28. Folge von Swiss Info Doof aus Switzerland. Genießt jetzt das Intro, denn es ist ein Intro. Wow, das ist jetzt spektakulär gewesen. Gut, Fußballfreunde, aufgepasst, ein kleines Ärgernis bei der Schweizer Nationalmannschaft. Nach einem knappen Sieg gegen Slowenien letzten Samstag zu oben sind die Spieler glücklich ins Bett gegangen, aber nicht lang. Denn ohne dass man sie am Samstag zu oben davon in Kenntnis gesetzt hat, sind sie am frühen Sonntagmorgen aufgeweckt worden und mussten zur Dopingkontrolle. Erstens mal finde ich es eine Frechheit, dass sie nicht davon in Kenntnis gesetzt worden sind und zweitens frage ich mich, was überlegen sich die Dopingkontrolleure? Doping und Fußball, das bringt es doch sowieso nicht. Fußball ist ein Mannschaftssport und wenn du einer dopt ist, dann spielt man nicht besser zusammen. Wenn zum Beispiel ein Velofahrer dopt ist, ist er einfach schneller. Das bringt einem etwas. Aber bei einem Fußballer, sorry. Ich kann nicht ausschlafen und darum, liebe Nationalmannschaftsspieler, von mir eine Dose Mitleid für euch. Oh. Nein, ich glaube, die Botschaft ist angekommen, mir würde es grusig anschissen, wenn ihr jetzt am Morgen plötzlich aufstehen müsst für einen Doping-Test. Aber was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, es braucht Doping-Kontrolle im Fußball? Oder findet ihr, nein, da soll man gefälligst ein bisschen mehr wie den Velofahrer machen? Eure Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Oh Gott, ich suche immer noch eine Zwischensequenz. Hey, wer eine Zwischensequenz machen kann, an askswitzerland@gmail.com schicken. Und sie sollte vielleicht etwas mit dem Intro zu tun haben. Wenn man die Zeitung liest, findet man also wirklich die skurrilsten Sachen. So bin ich zum Beispiel gerade kürzlich wieder auf das Thema Flüchtling gestoßen, das ja auch in der Schweiz schon lange ein Thema ist. Zumindest wird in der Schweiz noch wenigstens sachlich darüber diskutiert. Oder zumindest so weit man das mit anderen Ländern vergleichen kann. In Großbritannien setzt man dem nochmal ein i-Tüpfchen drauf. So fordert nämlich eine Petition die Ausschaffung bzw. den Austausch von einer rechtsorientierten Kolumnistin gegen 50'000 Flüchtlinge. Was? Die Kolumnistin hat sich schon oft über Flüchtlinge aufgeregt und hat zum Beispiel auch gefordert, man soll Kampfhelikopter einsetzen, um die Flüchtlinge wegzuhalten. Was meiner Meinung nach viel zu drastisch wäre, so löst mir das Problem überhaupt nicht. Und jetzt haben eben die politischen Gegner vorgeschlagen, sie einfach selber abzuschieben und dafür 50'000 Flüchtlinge aufzunehmen. Ich habe irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass in diesem ernsten Thema so etwas Lustiges passiert. Es ist natürlich klar, dass das nicht durchkommen wird, aber stellt euch mal vor, es wird hier eine Petition eingereicht, wo fordert man, wenn der Blocher gegen 50'000 Flüchtlinge austauschen. Yeah, die Welt ist einfach genial. Gut, aber jetzt bevor wir zu tief in die Witzkiste greifen, was meint ihr zu dem Thema? Wie soll sich die Schweiz bezüglich Flüchtlinge verhalten? Denn auch bei uns im Land reiht sich Demonstration an Demonstration, Pro an Contra. Gerade kürzlich jetzt in Bern eine Demonstration pro Flüchtling, Refugees, Welcome gehen. Und jetzt einfach, wie soll man denn hier in dem ganzen Informationsgewitter noch den Überblick behalten? Was ist eure Meinung? Einfach mal ab in die Kommentare. Tja, dann sind wir jetzt wieder mal bei einem Thema, was um ganz viel Geld geht. Und für die, die sagen, es geht um Banken, nicht ganz, es sind Versicherungen. Yep, unsere Schweizer Versicherungen sind nämlich zunehmend interessiert an so technischen Geräten wie zum Beispiel ein Pulsmesser oder eine Joggingroute. Instruierteil, falls es das gibt. Nein, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber ich möchte nicht wieder eine Deutschstunde machen, wie jedes Mal. Aber kommen wir zurück zum Thema. Jedenfalls gibt es zunehmend Geschäfte zwischen Versicherungsanbietern und Herstellern von solchen Geräten, die dann dafür sorgen, dass die Versicherungen mitbekommen, wo du durchjoggst, wie viele Schritte du machst, wie viele Kalorien verbrauchst und so weiter und so fort. Viele Leute und ich auch sehen das als zu tiefen Eingriff in die Privatsphäre, das sind ja zum Teil gesundheitliche Daten, die da veröffentlicht werden. Versicherungen wiederum versprechen, dass du damit auch die Prämien tiefer werden könnten, an was ich allerdings nicht wirklich glaube. Und da sind wir wieder mal super beim alten Motto, Geld regiert die Welt. Yeah. Jetzt meine Frage an euch, was meint ihr zu der ganzen Sache? Ich habe meine Meinung präsentiert, also ihr seht, das ist auch zum Teil subjektiv belegt, dass wir da nicht als reine Information nehmen. Aber eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. So, und jetzt letzte eine gute Nachricht für alle, die viel am Handy sind. Der Bund hat nämlich Stress, wenn es um die Handyantenne geht. Es müssen immer mehr gebaut werden, die dann auch in der ganzen Schweiz für 4G sorgen. Denn umso mehr Leute ein Handy haben, umso mehr Leute greifen auch auf die Antenne zu und langsam aber sicher sind die zunehmend überlastet. Jetzt soll mit öffentlichem WLAN in der Stadt Abhilfe geschafft werden, dass die Antennen nicht mehr ganz so stark belastet werden und ich persönlich finde das super. Denn auch wenn das WLAN vermutlich langsam sein wird, weil irgendwie 1000 Leute auf ein Host zugreifen, kann ich damit mein Abo ein bisschen entlasten und habe vielleicht in der Stadt öfter die Möglichkeit, irgendwie YouTube-Videos anzuschauen, was ich mit meinem jetzigen Abo nicht kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch auch so geht und da freuen wir uns wirklich saumässig. Aber noch haben wir keinen Grund zur Freude. Es ist noch nicht der Fall, dass es so ist. Es ist erst geplant und ich kann mir vorstellen, dass gewisse Parteien
wie beispielsweise Salt und Swisscom, möglicherweise irgendwie ein paar Tests gegenlaufen werden. Ist ja auch logisch, für die würde das einen Verlust vom Umsatz machen, weil plötzlich man nicht zwingend ein teures Abo braucht, um überall Videos schauen zu können, wie man es auch über öffentliches WLAN kann. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen eine längere Sache zwischen dem Bund und den Telefonanbietern werden wird. Aber was ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr über das Ganze? Findet ihr, es braucht öffentliches WLAN oder findet ihr, nein, Mann, mein Abo reicht für das? Eure Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Und das ist es mit dieser Swissinfo und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Verabschiedung rechts und nicht in der Mitte mache. Und dann gehe ich zurück hier hin. Jedenfalls hat es mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Schaut vielleicht auch mal bei meinem zweiten Kanal vorbei. Oder auf Instagram, Twitter, Facebook. Jetzt kann ich so schön ein bisschen Werbung machen. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag und damit tschüss!